So, seid ihr bereit, fortzusetzen bei The Stick of Truth? Da wollen wir mal gucken, wie wir in der Stadt weiterkommen. Mal sehen, wo der jetzt gespeichert hat. Ah ja, gut. Okay. Haben wir jetzt eigentlich diesen Schlüssel bekommen? Ein Völkerball. Und hier der Rucksack? Ike's Lieblingszeichnung. Okay. Gut, Stulle. So, wie ist hier? Können wir rein? Nee. Achso, muss ich es anlehnen, um eine Quest zu bekommen? Nee. Okay. Was hier? Komme ich hier rein? Janitor. Ah ja, oh, da war ich ja. Entschuldigung. So, Prinzessin Kenny, dann geht's mal weiter. Welchen Schlüssel haben wir bekommen? Den Missing-Schlüssel, ne? War der von hier? Ja. He's here, guard the key! Okay. Okay, erstmal Schlaumhandel. Erstmal gucken, was so glitzert und wie wir uns das Leben leichter machen können. Wow! Forget the key, protect the front lines! Ja, sehe ich auch so, Kenny. Hier noch irgendwas? Okay, sonst glitzert hier glaube ich nichts. Was ist hier mit der Tasse Kaffee oder so? Okay. Dann würde ich sagen, kann die bezaubernde Prinzessin Kenny vielleicht noch... Counselor Mackey has issued a warrant for your apprehension. Okay. Dann hilft nur unser Drachenschrei. Geht denn das gleich mit dem Drachen? Dude, you shit your pants. Ich hab's vergessen. Turn back, we've got a roadblock set up. We've established a perimeter. Wir gehen das gleich. You're just making it harder on yourself. Okay, so schieße ich einfach nur. Ja, da kann ich sie betäuben, okay. You'll never escape the long arm of Counselor Mackey's justice. Wow, der Vertrauenslehrer Mackey. Der ist natürlich sehr furchterregend. Okay. Every step you take is another 10 demerits. Kacke, ich muss nochmal nachgucken, das tut mir leid. Din, 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 din. Eine Nacht geschlafen und schon alles vergessen. Die magischen. Der Drachenschrei. G gedrückt halten und dann loslassen. Ah, okay. Bäm! Kenny dachte sich schlapp. Na? Da. So, hier können wir uns mal durchtrümmern. Okay, wir können natürlich noch. Das wird uns ein bisschen leichter machen, indem wir die betäuben. Okay, jetzt haben wir auf jeden Fall First Attack. Ach geil, der ist richtig betäubt anscheinend. Okay. Dann treten wir ihm doch gleich mal in die Eier aus, wo wir sind. Ach, okay. Passt schon. Ach, ihr wollt es auch nochmal sehen, gibt's auch zu. A und D, um die Ratten abzuwehren. A und D. Ich hab's geschafft! Wow! I'm so proud of myself right now. Okay, der kann ja nicht mehr viel haben eigentlich, ne? Nice. Okay, dann noch ein paar Pfeile und dann haben wir es doch. Gut. Also, doch, Prinzessin Kenny gefällt mir auch ziemlich gut, muss ich sagen. Wer ist denn das hier eigentlich in der Ecke? Die sieht so gequält aus.
Okay. Das kann sein. Achso, Candy kann da was machen. Ich muss immer hier auf dieses Ding hier achten. Do something. Nee. Du kannst da nichts machen? Dann brauche ich wohl einen anderen Begleiter. Ah, Quatsch. Okay. Ich muss eben heilen, oder? Your word is a command, my lord. Yes, sir. Yes, buddy. Thanks. I thought I was a goner. There were too many of them. They were too strong. Their hair too red. Maybe you can take the silver key and find the gold key. You can succeed where I have failed. Free Mackie's prisoners. Woohoo! Great. So, hier können wir doch noch was aufmachen. Bild von Mrs. Atlas Verlobte. Okay, sonst ist hier, glaube ich, nichts mehr verwendbar. Okay. Aufwertung verfügbar. Oh, das will ich natürlich gleich tun. Wo war das hier? Na ja, genau. Okay. Wann können wir denn hier uns was holen? Ah, Level 6 und so. Okay, geben wir es doch zu. Dieses Baseball-Ding ist einfach meins. Okay. On a quest. I sure hope the gold key is in there, or else the quest for the silver key has been all for nothing. The quest for the silver key. Be careful, douchebag. This is Mackie's lair. One wrong step and we can... Why, that'd just be silly. Sure. The gold key. No human has ever laid hands on it before. Let's hope it holds the power to unlock the cafeteria door. Yes, it holds the power. I'm sure of it. Ich gehe auch mal hier hinter den Schreibtisch in der Hoffnung, dass hier... Ja. Cheerleader? Was bringt uns denn das? Das muss ja was für die Rüstung eigentlich sein. Oh, so viel Neues. Okay. Jetzt haben wir gerade 2 MP bei Feuerschaden. Aber so oft passiert das gar nicht, stelle ich fest. Jeder Angriff saugt 10 TP von deinem Ziel ab. Ah, heilt mich also. Das ist natürlich ziemlich geil. Widerlichkeitsschaden mache ich gerade nicht. Jede Runde einen MP, auch nicht schlecht. Du erhältst 25 TP zusätzlich, wenn du gehalten wirst. Feinde, die im Nahkampf angreifen, erleiden bis zu 10 Schaden. Das ist auch cool. Ich glaube, ich probiere das hier mal so. Lifesuck. Nice. Okay. Was haben wir sonst so? Ah, hier der Völkerball. So, also der hier macht 35 Schaden und der Völkerball 25 bis 52. Trifft stark gegen Rüstung. Waffe trifft 3-mal. Völkerball. Abprallen trifft ein zufälliges Ziel. Also mehrere Ziele. Oh, auch geil. Ich glaube, ich will ihn auf jeden Fall mal ausprobieren. Sonst kann ich ja immer noch den Mongolenbogen wieder nehmen. Anhänger. Okay, das ist süß. Ich mach's. Ein Bart will ich nicht, nee. Obwohl so ein Epperbart, ne? Das ist schon cool, aber nee. Der beste Bart aller Zeiten. Okay, gut. Alles klar. Also versuchen wir doch mal in die Cafeteria zu kommen. So. Und that's far enough, intruder. Der Endboss. Where's your hall pass? Whoa! Hallway monitor boss. No hall pass? What? Then it's time to write you a referral. Oh yeah, that's the boss. Good luck fighting the boss, okay? You still think this is a game, young man? Yeah. Okay, aber wir haben unsere neuen Glückssticker. Was soll uns passieren? Oh, er holt Verstärkung. Einer ist besser als keiner. Okay, ich will natürlich auch mal irgendwann den Völkerball ausprobieren. Aber erstmal hauen wir ein paar Spezialangriffe aus. Ich will erstmal die Mobs weghauen. Ah!
Pokéball. Okay, so, natürlich die Mega Bam für die Blitzattacke. Feel my righteous fury! Gut, Mobs sind weg. Ich hoffe, er kann keine neuen rufen. Mal gucken. Use your power on him! Hurry! Drachenschrei, was? Okay. Ich hab gar nicht genug Mana, um das zu tun. Moment mal, was? Ah, the new kid's doing away with me. Mana. Ich kann das nicht machen. Trete ich ihm doch einfach in die Eier. Ich glaube, das ist auch sehr ablenkend. Okay. Kann er noch? Nee. Okay, bisher läuft es ja vergleichsweise gut eigentlich. Ich könnte die Gelegenheit lassen, um zu Candy switchen, aber ich habe das Gefühl, der hat noch was im Petto und wir brauchen noch Heilung. Dann machen wir einfach mal. Klein Vieh macht auch Mist. Machen wir nochmal einen Baseball. Ich krieg schon was ab. Oh, das sieht doch ganz gut aus eigentlich. Das können wir gerade nicht. Okay. Für Butters Verhältnisse war es auch sehr ordentlich. Okay, komm. Dann haben wir noch einen Baseball rein. Dann haben wir es doch schon, oder nicht? Ich hatte noch Phasen. Es tut mir leid, das mit dem Furzen kriege ich irgendwie nicht hin. Okay. Erstmal looten. Kaugummi-Verpackung. Wow. Oh, und Spinnenschlüssel. Das heißt, hier kann ich auch alles aufmachen. Ich muss einfach mal jetzt mal schon mal. Keule der Heilung. Oh, was kann ich denn hier machen? Ah, das hätte mir wahrscheinlich. Wow. Das hätte mir wahrscheinlich was gebracht gegen die anderen. Okay, war hier noch irgendwas, das ich nicht aufmachen konnte? Nee, das sieht gut aus. Okay, kommen wir noch nicht rein. Okay, nice. Gucken wir noch mal eben kurz unsere Ausrüstung an. So, mal sehen. Sind wir schon Level 4? Nee. Kann man auch gar nicht benutzen, oder? Doch, tatsächlich Level 4. Okay, haben wir das Noob. 37 bis 52. Und der, ja gut, der heilt uns, aber der macht einfach mehr Schaden. Und wir sind hier der Damage-Dealer. Nee, Perücken wollen wir nicht. So. Blaues Auge ist auch cool, aber unsere Sternchen sind einfach viel zu geil. Okay. Also, Mac. Denkst du wirklich, wir schaffen den Boss nicht? Wuhu! Damn you, Craig! Khan! Thanks for busting me out, kid. Who are you? I'm the new kid. What's your name? Oh well, I'm heading to Koopa Keep. See you there, I guess. What's the matter? Lost your stick? So, ich habe übrigens schon wieder irgendwie keinen Timer richtig gestellt, deswegen muss ich mal kurz improvisieren hier. Okay. Das kann ich inzwischen hier nochmal mit einem sprechen oder so. Okay, das war ziemlich gut. Gucken wir doch mal noch, was hier in der Nähe ist. Oh, hier kann ich noch was machen. Hier ist noch Großwildjagd angesagt. Vielleicht ja beim Müllcontainer hier. Nichts. Hier können wir, denke ich mal, nicht rein mit dem Schlüssel, den wir bekommen haben, oder? Nee. Okay. Das muss doch irgendwie vor der Schule sein. Das gefährliche Monster. Sorry, I've already got friends. Und vielleicht hier bei dem. Hier muss ja wieder irgendwas sein, wo wir was einsetzen können von den Sachen, die wir bekommen haben.
sehe hier irgendwie nichts. Na gut, dann gehen wir doch erstmal zum See. Was geht's denn hier noch? Achso, da sind die Ratten. Ach, Schweinebärmann. Okay, wo könnte das sein? I got beat up one time over there by that tree. Schatz, cool. Okay, gegen die Ratten kommen wir natürlich noch nicht an. Die sind einfach viel zu krass. Wo können wir denn hier einen Sender anbringen? Oh, wo sind wir denn? Ah, hier sind wir wieder bei der Kirche. Da können wir gleich nochmal Jesus finden. Okay, gucken wir nochmal in die Queste. Schweinebärmann. An einem Transformator oder... Nee. An einem Brandgefahrmesser. Ach, das war bestimmt dieses Schild, was wir da eben gesehen haben. Vielleicht mal erst die Queste lesen? Tada! Okay, dann können wir auch zu El Gore noch zurückkehren. Was ist das eigentlich auf dem See hier? Erstmal drauf schießen, ne? Bringt nix. Okay. Gut. Alles klar. Dann finden wir doch mal eben Jesus. Und besuchen dann El Gore. Can you keep a secret? Neither can I. Okay. Eine wunderschöne Satzkombination, oder? Erst finden wir Jesus und dann gehen wir zu El Gore. So, Jesus, wo hast du dich versteckt? Das hier kann ich nicht aufmachen. Vielleicht hat er sich hinten in der Tür diesmal versteckt. Ah, ich höre ihn lachen. Hier irgendwo auf der Seite. Moment, ich konnte gerade irgendwas anfassen. Hat das was zu bedeuten? Okay, vielleicht muss ich den nochmal finden. Ah, hier kann ich Licht ausmachen. Habe ich ihn da... Well done, my son. I hope you didn't peek. Remember, I will always be at the side of those who have found me. You can call me once per day with this, but I can't help against bosses. They're scary. Come find me again for another. Yay! Wir haben wieder Jesus gefunden. Und wow, Jesus ist unser Freund. I like it. Cool. Ich bin froh, dass du Gott gefunden hast, mein Sohn, aber sei immer wachsam, denn er kann in Zeiten der Not an den ungewöhnlichsten Orten gefunden werden. Ich habe ihn mal in meinem Kamin gefunden. Dinge geschehen, du. Okay, noch zwei Freunde, dann haben wir den nächsten Vorteil. Alles klar. Geil. Okay, also Jesus zu finden war total awesome. Ja, ich habe gerade keine Lust, mit euch zu hauen. Ich gehe erstmal zu El Gore. Den ganzen Trash-Mobs hier. Wir können natürlich auch noch in diese ganzen Gebäude, die wir noch nicht kennen, City Hall und so was. Gut, ich hätte auch fahren können, wahrscheinlich zu El Gore. Aber was soll's denn, sehen wir hier nochmal die ganze coole Stadt? Können wir den eigentlich... Good to know. Dann kommen wir ja vielleicht auch bei einem anderen Schatzding vor unserem Haus mal ran. Oh, eine sportliche Brille. Vielleicht passt die ja besser zu uns als Kämpfer. Nein, ich mag die. Ich mag die. So, okay. Was ist eigentlich mit diesem Kind, was da steht? Da will ich jetzt auch mal hin. Oh, und da können wir auch noch was kaputt machen. Let's just keep this between us, okay? Because we're such good friends. I used to be sad, but I found Jesus at the church. Ist das hier eigentlich? Was sind denn das für Sender? Okay, das ist vielleicht noch eine andere Kasse. Oh, da oben ist auch was. Ja, okay. Lass mich nicht ablenken. Geh erstmal zu El Gore und dann geht's weiter. Hier kann man aber auch viel machen. What are you looking at, pussy? Okay, ihr wollt also Ärger. Ich hab's schon verstanden.
Okay, ich will den Pfeffer mal ausprobieren, deswegen mache ich jetzt mal erstmal den Bogenschutz. Man, I could be watching TV right now. Ach, fuck. Okay. Das war zu spät. So, bämpfiger Donnerangriff. Feel my righteous fury! Nice. Boah, das ist hier effektiver als ich. Da kommt wieder meine miesen Blutfüße. Ich blute, aua. Once again, my friend. Okay, wer ist ja fast platt, dann nehme ich mal lieber ihn. Warum? Hä? Ich hab da geklickt, ihr habt's gehört, oder? Okay, Butters muss den Tag für mich retten. Try that dish. Ach, fuck, er ist im Kontrastand, habe ich vergessen. Ich hätte mich auch nochmal heilen können. Und... Oh, fuck. Also geil, ich habe hier den Boss-Battle eben vergerockt. Und jetzt werde ich von diesen blöden Trash-Mobs total fertig gemacht. Oh, das war eine Gedanke, möge dich erwecken. Okay, gut, machen wir mal ernst hier. Knochenbrecher Level 3. Gut. Sonst in den Leben zu reden. There you go, Al. Danke. Ja, hauen wir ihn einfach. Gut. Au! Geben wir ihm den Rest. Ah! Oh! So! So machen wir das hier. Können Sie Jesus ja mal fragen. Komm gar nicht mehr, wir haben so viel Kram. Okay, Al Gore. Good job, Junior Al Gorian! With all the sensors in place, I can get a reading on my... I knew it! These are definitely hot Man-Bear Pig readings! Come with me. I must put this data in the data Man-Bear Pig base. Okay. Wo ist er denn? Igors Lagerschlüssel. Okay, also da in so einem Lagerhaus. Ja, okay, Igor. Machen wir noch, aber ich würde sagen... Was ist eigentlich das? Also ich mache den Völkerball. Aber der Bogen war irgendwie besser. Ich glaube, das werde ich nochmal wechseln. Ja, ich mag klassische Bögen lieber. Völkerbälle sind auch cool. Aber ich würde sagen, machen wir doch mal ein bisschen in der Main Story weiter. Gehen wir zu Cartmans Haus. Hier, ja. Okay. My King. Gentlemen. Thanks to the new kid, our entire army is assembled. Woo-hoo. It is my belief that the new kid deserves to rank up in level. To honor his efforts, he will no longer be called douchebag. New kid, I hereby dub thee Sir Douchebag. Woo-hoo. Congratulations. Sir Douchebag. But now it is time for us to take back that which is rightfully ours. A carrier raven has come with news that the Stick of Truth has not yet been taken to the Elven Forest. It is in the possession of... The Bard. The Shadow? The Shadow. The Bard? Oh god, not the Bard! The Bard is a level 10 drow elf who can use magic to enchant and destroy his enemies. Is this Discussion? Are you ready to continue your training? Then make haste to the training grounds. Oh, es gibt noch mehr? Okay, erstmal sehen, was wir hier alles bekommen haben. Hellebarde des Kriegers. Es tut mir leid, aber... Ah, okay, die hat zwei... Okay, dann tun wir Folgendes. Hier nehmen wir erstmal alles raus. Die Hellebarde hat nämlich zwei Slots. Feuerschaden, Widerlichkeit, Bluten, Schockschaden. Feuer fand ich auf jeden Fall cool. Und Bluten finde ich eigentlich auch ziemlich gut. Alles bei perfekten Angriffen, ne?
Obwohl einmal bluten. Nehmen wir doch lieber Schockschaden. Hier, Damage. Damage Dealer. Okay, Erkenntnishelm des Kämpfers. Oh, auch mit einem freien Slot. Cool. Okay, der ist auf jeden Fall besser. Was haben wir bekommen? Oh, Heilung, automatische ist cool. 5 Rüstung. Machen wir mal hier den. Mehr Rüstung. Was haben wir hier bekommen? Vorher hatten wir die Samurai-Rüstung. Okay, 20%. Und hier 10% Fähigkeitsschaden von 5 Rüstungen. Okay, die ist besser. Nehmen wir natürlich den Kram raus. Aber wir müssen das natürlich gleich wieder lila machen. Lila ist meine Farbe. Okay. Das Lebensabsaugding ist eigentlich ziemlich cool, finde ich. Lila! Yes. Sekundär. Vielleicht grau? Oder schwarz? Ist auch cool. Gut. Achso, das Kopfding können wir nicht ändern. Okay. Und die Handschuhe. Hatten wir vorher die. Angriff erhöht. Und hier. Okay. Ich glaube, das ist momentan die beste Variante. Gut. Kann. Hä? Bist du jetzt der Waffenmann? You and me to fight with you? Okay. There's paladins waiting in the kitchen. I'm going to teach you how to use a ranged magic attack. It's not easy. But being able to cup a spell from a distance can save you in battle. Allow me to demonstrate. Yeah! Let me show you one more time. Watch closely. Yeah! You see how it works? Now you try. Way back from where you're standing. Cup the magic, throw it at your opponent. Also jetzt im Training kriege ich es natürlich hin, aber... But now let us see how you fare against a real opponent. Hey, Malgazin! Malgazin, could you come help us with something? Shh, don't touch it, it's gonna be sweet. Yes? Hey, Scott, could you spar with Douchebag real quick? He's gonna try out a new move. Angai! Now, Douchebag, cup a spell! Come on, Douchebag, let it slip right through your fingers. Try again. Klängergranure, das wird dir gefallen. Alright, Sky, go back to your post. Thank you. Dankeschön, tschüss. Use it wisely in battle, Douchebag. And never. Ich sehe so fürchterlich aus mit meinen Gewichtstattoos. Also, ich bin einfach furchterregend. Kann man if nicht the carrier ravens sagen. Are correct, the bard is hiding out at the inn of the giggling donkey. We must find him before he's able to take the stick back to the elven forest. Let us find the bard and bring him to justice! Make haste to the giggling donkey! Die Glefe sieht schon ziemlich geil aus. You better stock up on some power-ups and potions. The end of the giggling donkey is I'm staying back here to guard the base. Okay. You name it, we'll sell it. Ach, du hast auch die Macht der Diabetes. Das ist einfach zu imbar. Das kann man hier machen. Mana-Trank klein, Blumenkohl. Okay. Das brauchen wir natürlich alles. Okay, aber diese Sachen werde ich nicht mehr benutzen. Ich tue, wo wir jetzt die geile Glefe haben. Ich brauche das alles nicht. Glee-Perücke. Mann, ich bin so reich. Ich könnte noch ein paar bämpfige Heiltränke sonst machen. Glasscherbe, das war ganz cool. Das ist einfach zu eklig. Und das ist nicht mehr so gut. Okay. Die Level 1 Sachen, die brauche ich nicht.
Ich werde die erstmal behalten. Ich brauche gerade kein Geld und bestimmt habe ich nachher mehr Slots frei. Oh, hier haben wir wieder Dildos eingesammelt. Dieses Verkaufssystem ist sowas von nervig. Hintertürchen Kitzler, Dildo, so. Kotstullen. Okay, alles klar. Here's what we're selling today. Wir könnten ja einfach noch große Heiltränke kaufen, weil wir haben so viel Kohle und dann müssen wir nicht so viel schmeißen. Okay. Was für uns sonst so Waffen und so? How may I be of service? Got some pretty good word here. Quatsch. Schade, dass man nicht direkt vergleichen kann. Oh, mit einer zweihändigen Waffe heilst du 15 TP pro Runde und wir tragen ja eine zweihändige Waffe. Das ist ziemlich geil. Ich glaube, den nehmen wir mal. Ja. Good choice. Der Helm. Eigentlich ist das ganze Set gut. Alles klar. Machen wir. Frag mich, ob es sowas gibt wie Set-Boni. Okay. Ja, ich hatte hier auch noch gar nichts dran gemacht. Okay. Okay, und ihr wisst ja, was jetzt passiert. Aha. Mit der Bürste auf dem Kopf, das ist auch total schön. Obwohl, das ist zu viel Lila. Ich glaube, der wird schwarz und dann wird das hier Lila. Also, jetzt sehe ich so entschlossen aus. Ich kann da ja auch noch was dran machen, sehe ich gerade. Ja, warum nicht noch ein bisschen Heilung? Jetzt haben wir. Ah, hier haben wir noch das Lifesucker-Ding drauf. Das nehmen wir jetzt hier wieder raus. So, und hier. Also erstmal Lila, logisch. Gibt es hier eine Sekundärfarbe? Ah. Das finde ich irgendwie cool. Okay. Ja klar, dass wir die auch nehmen. Hier, Lebensabsaugding. Super, und Handschuhe. Komm, wir heilen noch gut, dann brauchen wir nicht unbedingt einen Heiler dabei. Okay, aber das passt nicht dazu, die müssen jetzt auch schwarz sein oder so. Ja, das ist gefährlich. Und rot? Nee, so grau. Nee, ich glaube, schwarz ist gut. Also jetzt, oh Mann, ich habe wieder Angst vor mir selbst. I'm staying back here to guide the base. Here's what we're selling today. Dun, 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 dun. Alles klar, Leute. Ich sehe jetzt richtig furchterregend aus. Ich weiß nicht hundertprozentig, wie lange ich jetzt aufgenommen habe, aber ich sage jetzt einfach mal, das reicht's wieder. Und beim nächsten Mal werden wir mal schauen, gehen zum Kichern in Isel und dann machen noch ein paar Sidequests. Mal schauen. Das war's von eurem.